So, und da sind wir auch schon wieder zurück zur zweiten Folge des Karrieremodus mit Fortuna Düsseldorf. Und ich habe mir gerade eben die Mannschaft nochmal ein wenig angeguckt hier. Ich habe mir überlegt, dass wir hier einfach mal, wir müssen mal nach dem Alter sortieren, und zwar hier einfach mal Rensing in den Verkauf stellen, weil der hat einen Marktwert von 2,7 Millionen, da können wir ordentlich Geld machen, sage ich mal. Und wir haben einen Torwart, der hat einen Punkt weniger in der Gesamtbewertung, der um einiges jünger ist, sage ich mal ganz ehrlich. Der ist um einiges jünger und durch Rensing können wir einfach nochmal unser Transferbudget ungefähr verdoppeln, sage ich mal. Und deswegen habe ich mir überlegt, wäre das auf jeden Fall nicht schlecht, würden wir Rensing auf die Transferliste setzen. Das war aber auch so gut wie der einzige, den ich dazu auserwählt habe, sage ich mal. Ich habe diesen Atschka, da habe ich mir noch überlegt, der ist noch mal 21 ziemlich jung. Den können wir vielleicht nochmal ein Jahr irgendwie verleihen. Vielleicht wird er da irgendwie ganz glücklich. Und ja, das waren eigentlich so meine einzigen Veränderungen. Vielleicht können wir noch so ein Holthaus verleihen. Den können wir zur Not immer noch zurückholen. Und ja, das sind auf jeden Fall erstmal die aller wichtigsten Wechsel, sage ich mal so. So Botka würde ich eigentlich schon ganz gerne behalten. Und ja, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Wir schauen uns jetzt zusammen erstmal nochmal. Was wollte ich jetzt nochmal anschauen? Ich wollte irgendwas. Achso, genau. Wir wollten uns nochmal hier das globale Transfernetzwerk angucken. Und zwar habe ich mir überlegt, da wir Rensinger verkaufen, möchte ich auch ganz gerne noch einen neuen dritten Torwart verpflichten. Den ich allerdings auch nicht für zu viel kaufen möchte. Deswegen soll er ein wenig jünger sein und vielleicht nicht ganz so viel Potenzial. Vielleicht vielversprechend, aber nicht ganz so extrem. Wir haben noch einen jungen Keeper auf jeden Fall hinten dran an unserem Stall. Aber vielleicht finden wir da ja einen ganz interessanten. Und ich habe mir dann nochmal überlegt, sag ich mal, hier, welche Spiele wir hier machen, so, welche Spiele wir hier so machen werden. Und zwar bin ich dazu gekommen, dass wir gegen Millwall erstmal spielen werden und danach das Spiel gegen dieses So-So da erstmal simulieren werden. Deswegen gehen wir jetzt einfach erstmal in die erste Partie gegen Millwall. Wir nehmen natürlich erstmal unsere roten Heimtrikots und die dürfen mit ihren Auswärtstrikots starten. Ich kenne die Mannschaft überhaupt nicht. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon direkt gemerkt. Wir spielen natürlich auf Weltklasse. Das Einzige, was ich vergessen habe zu ändern, ist, dass wir hier die Halbzeitlänge 5 Minuten brauchen. Das stelle ich jetzt nochmal direkt am Anfang rum, damit wir es nicht vergessen, weil das ist auf jeden Fall ätzend, wenn die Halbzeitlänge da ein wenig zu lang ist. Deswegen stellen wir das Ganze jetzt einmal auf 5 Minuten runter. Und ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt einen Cut machen soll in der Halbzeit, aber ich mache, glaube ich, in der Halbzeit einen Cut. Deswegen spielen wir jetzt auf jeden Fall schon mal die erste Halbzeit, dann esse ich kurz was und danach geht's in die zweite Halbzeit. Das ist aber erstmal unwichtig, ob ich dazwischen esse. Solange wir das Spiel hier gegen Millwall gewinnen sollten, wäre es auf jeden Fall ein ganz guter Saisonstart, sage ich mal. Ich weiß jetzt auch nicht, wie stark die gegnerische Mannschaft ist. Ich kenne die eigentlich überhaupt nicht. Und ja, wir schauen hier einfach mal, was wir mit unserer Mannschaft so rausholen können. Hier haben wir Didier Jakonan, der mal für Hannover unterwegs war. Ich weiß gar nicht, für welche Mannschaften noch, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er mal bei Hannover unterwegs war. Und ich glaube auch gar nicht so kurz. Wir werden hier erstmal ein wenig defensiver agieren. Wir müssen mal schauen, wie wir es so machen. Hoher Druck ist vielleicht ganz interessant. Und dann schauen wir mal, wie wir mit dieser Mannschaft so zurechtkommen. Vielleicht läuft das ja schon ein wenig besser als mit dem VfL Wolfsburg, mit dem wir uns ja bisher noch ein wenig schwierig tun, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, zu welchem Zeitpunkt ihr das Ganze hier so seht. Aber ich weiß, dass wir uns anfangs natürlich ein wenig schwierig getan haben. Mittlerweile komme ich ein wenig besser mit FIFA 16 zurecht, sage ich mal ganz ehrlich. Und deswegen sollte das vielleicht auch in nächster Zeit ein wenig ins Positive. Warum denn faul? Ich habe nicht mal irgendeine Taste gedrückt. Ich bin einfach nur mitgelaufen. Ich bin nur mitgelaufen. Da sind wir fast am Elfmeterpunkt dran. So, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da einen auf die Linie stellen sollte. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Ich weiß nicht, wie gut die so schießen können. Ne, das war ein Satz mit X. Das war wohl nichts. So, Rensing derzeit noch im Tor. Ich habe mir überlegt, dann kann er nochmal hier so ein schönes Abschlussspiel feiern im eigenen Stadion. Hier in der Esprit Arena. Ja, wir schauen einfach mal so, wie das Ganze hier so laufen wird. So, wir kommen da erstmal ganz gut durch, sage ich mal. Da startet auch dem hierbei durch. Allerdings passt die Verteidigung von Millwall ganz gut auf. Wir gewinnen den Ball allerdings direkt wieder. Vielleicht können wir hier mal einen ganz guten Angriff starten. Allerdings fehlt mir da so ein wenig die Anspielstation, so da außen jetzt. So nach ganz außen einmal rüber. So, dann geht er hier in die Mitte, verliert den Ball direkt. Millwall direkt wieder mit dem langen Ball nach vorne, den sie direkt wieder gewinnen. Ich darf wohl zuerst sagen, den sie direkt wieder verlieren. Allerdings ging das denn so schnell, dass sie den Ball da wieder gewonnen haben, dass ich da gar nicht richtig zu Wort gekommen bin. So, der erste geht vorbei am Verteidiger. Wir müssen ja jetzt aufpassen, dass sie da nicht in Strafraumnähe gelangen. Und das gibt wahrscheinlich wieder einen Foul. Denke ich mal. Ne, gibt's nicht. Gibt's nicht. Dann ist alles gut, dann ist alles gut. So, dann haben wir hier Koch. Koch schickt da hinten mal Didier Jakonan. Und jetzt warte ich eigentlich
nur, dass mein Spieler da über außen läuft. Allerdings will er es nicht ganz so machen. Deswegen hier einmal die Mitte und dann der Chip von dem hier beide allerdings auch nicht ankommt. Aber wir gewinnen den Ball direkt wieder. Das ist doch schon mal besser als beim VfL, wo wir wirklich immer Ewigkeiten brauchen, um die ganzen Bälle wieder zu gewinnen. Und naja, mal sehen, wie es hier weitergeht. Mal sehen, wie es hier in der Karriere so weitergeht. Koch kriegt erstmal den Ball. Dann gehen wir hier mit Jack und dann es startet einfach niemand, die Dummköpfe. Mann, und das war schlecht verteidigt. Das war richtig schlecht verteidigt. Nochmal direkt hinterher schlecht verteidigt. Nochmal. Und damit die große Chance für Millwall. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Die Flanke war ein wenig katastrophaler, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und ja, wir schauen jetzt mal, was sie mit der Ecke machen werden. Die bringen sie auf jeden Fall rein. Den muss eigentlich Rensing haben und den hat er auch. Den hat er sicher. Und ja, dann warten wir mal, dass wir hier vielleicht über rechts ein wenig Platz kriegen. Och du Scheiße, was hat der denn für einen Antritt? Antritt eines Per Mertesackers. Der legendäre Per Mertesacker, nicht die legendäre. Aber der Antritt, der war ja Katastrophe daran eben. Da brauchen wir eher so einen Bolli. Der hat da schon ein wenig einen besseren Antritt. Genauso wie dem hier bei. Da merkt man auch sofort, dass er ein wenig schneller unterwegs ist. So, das haben wir geahnt. Ich hoffe wenigstens auch, dass wir den Ball dann auch bekommen. Das ist allerdings nicht der Fall. Und da kommen sie jetzt mal ganz gut rein. Den Ball müssen wir da eigentlich gewinnen. Und da hakt er sich ein. Und damit kriegen wir die erste gelbe Karte, denke ich mal. Ich weiß nicht, wer das ist. Hagui, glaube ich. Und ja, damit müssen wir zurechtkommen. Ist auf jeden Fall eine gerechte gelbe Karte, sage ich mal. Aber Freistöße können sie ja nicht. Deswegen ist doch alles gut. Insgesamt gibt es extrem wenig Torraum 10. Das muss ich auf jeden Fall mal sagen. Bisher ist echt noch nicht viel passiert. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Mal sehen, wie das weitergehen wird. Wenn es so weitergeht mit den Fehlpässen, dann wird es auf jeden Fall noch eine richtig schwierige Partie, sage ich mal. Vor allem, wenn sie hier auf Hagui so raufgehen, gut gehalten von Rensing. So, jetzt hätten wir mal die Chance. Dem hierbei macht da ein wenig Platz für Axel Bellinghausen. Was ging denn da gerade in meinem Kopf los? So, einmal zurück, dann wieder rein auf dem hierbei. Und die gehen einfach nicht zum Ball. Warum nicht? Das verstehe ich zum Beispiel auch noch nicht ganz so in FIFA 16. Verstehen die nicht? Waren die krank, als man gelernt hat, zum Ball gehen? Oder was ist mit denen los? Weil das lernt man ja eigentlich in der G-Jugend. Da müssen die krank gewesen sein oder sowas. Weil sonst, da wollte ich auch nicht hinpassen. Und sonst hätten die das doch eigentlich hingekriegt, wenigstens zum Ball zu gehen. Also, das verstehe ich immer nicht ganz in FIFA 16. Weil da wirklich die meisten Spieler gehen da sowas von gar nicht zum Ball. Genauso wie das schon wieder. Was? Also, mehr Fehlentscheidung geht ja wohl überhaupt nicht, ne? Nichts. Und der fliegt, als wenn er 3 Kilo wiegt. Mann, oh Mann, nichts war da los. Jetzt hier Rensing gegen Morrison. Mal sehen, was Rensing da so draus machen wird. Und Rensing lässt den durch. Der geht unter Latte rein. Und damit sind wir hier mit Fortuna Düsseldorf 1:0 hinten gegen Millwall. Das ist natürlich nicht so ein ganz guter Einstand, wie wir es uns erhofft haben. Aber naja, ich verstehe immer noch nicht, was die ganzen Fehlpässe hier so bei FIFA 16 sollen, weil, und dieses ganze, ich gehe nicht zum Ball, ich weiß nicht, was zum Ball gehen heißt und, oh, ätzend, der hat nicht mal 3 Sterne Skills, oh mein Gott, ich dachte, das hat eigentlich auch schon jeder in der zweiten Liga so, der ein bisschen offensiv agieren muss, dass er vielleicht schon 3 Sterne Skills hat. Ich weiß nicht, ob dem hierbei vielleicht 3 Sterne Skills hat. Allerdings hat er die auch nicht gemacht. Deswegen habe ich gehofft, dass wir da einen Ball in die Spitze vielleicht bringen können. Allerdings hat das auch nicht ganz geklappt. Also es klappt recht wenig, wenn ich das mal so sagen darf. So, jetzt gewinnt Bellinghausen mal den Ball. Guck mal, die kommen alle nicht zum Ball. Du kannst machen, was du willst. Die laufen da irgendwie schräg, hopsen da rum wie so ein Pferd und gehen da einfach nicht zum Ball. Jetzt haben wir hier mal dem hierbei. Dem hierbei geht da mal an den einen oder anderen vorbei. Schickt den Ball auf Bellinghausen. Bellinghausen mit der Flanke. Da kommt dem hierbei. Allerdings geklärt vom Verteidiger von Millwall. Und damit kriegen wir unsere erste Ecke. Die bringen wir natürlich auch direkt rein. Millwall fängt die allerdings direkt ab. Kein Problem für den Keeper. Allerdings dürfen wir den jetzt auch direkt abfangen. Mann, oh Mann. Da gehen wir mit einem 1:1 in die Halbzeit. Deswegen geht es jetzt direkt weiter mit der zweiten Halbzeit hier. Wir versuchen einfach mal mit einem bisschen Tempo über so einen Bolli, der auf jeden Fall eine sehr tragende Rolle bei uns spielen dürfte. Oh Mann, und dann geht er nicht nach rechts. Dann geht er nicht, nee, nach links. Dann geht er nicht seinen Tick nach links, den ich haben möchte.
Damit man da an dem Verteidiger vorbeilaufen kann. So, mach da mal ein bisschen Druck. Mach da mal ein bisschen Druck. Wir dürften vielleicht mal irgendwie so einen Jonathan Tah ausleihen, wie letztes Jahr Fortuna Düsseldorf. Vielleicht wäre sowas auch nicht ganz schlecht. Ist ein junger Innenverteidiger, der auf jeden Fall vielleicht auch profitiert von so ein wenig älteren Spielern, die da jetzt noch in der Innenverteidigung hocken. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass wir vielleicht auch mal ein wenig früher den Ball gewinnen können. So, Arsenal hat einen Transfer verkündigt, und zwar Cech wechselt zu Arsenal, ich glaube, von Chelsea stand da. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt stand, aber auf jeden Fall von Chelsea zu Arsenal. Ja, jetzt vielleicht irgendwie mal ein wenig Tempo aufbauen. Axel Bellinghausen, der allerdings nicht so der Tempospieler ist, und der Bewegungsspieler ist er anscheinend auch nicht. Bewegen will er sich auch nicht. Also er will nicht laufen und sich nicht bewegen, das sind für mich die Besten. Also ich guck mal, ob ich da vielleicht noch irgendeinen anderen finde für Bellinghausen rechts, weil der gefällt mir bisher ganz ehrlich überhaupt nicht. Also das ist so ein Spiel, das ist so eine Art von Spieler, die ich überhaupt nicht mag, sage ich ganz ehrlich. Aber naja, vielleicht gewöhnt man sich dran. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Gewöhnungssache. So, jetzt aber mal dem hierbei. Setz dich da doch mal durch. Setz dich da doch mal durch. Du bist doch ein etwas robuster gebauter, sage ich mal, im Gegensatz zu dem rechten Mittelfeldspieler Belou oder wie er heißt. Also sollte dem hierbei schon ein wenig robuster sein. Und jetzt nach dieser Torchance werden wir dann auch den Cut machen. Und zwar sehen wir uns dann ungefähr in, ich sag mal, einer halben, dreiviertel Stunde. Na, ich sag mal, in einer Stunde wieder. Ihr wisst das ja sowieso nicht. Ich setze auf jeden Fall kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder zurück zur zweiten Hälfte. Noch ein bisschen weniger als der zweiten Hälfte des Spiels Fortuna Düsseldorf gegen Millwall hießen die, glaube ich. Ja, ich war jetzt doch ein Tickchen länger weg, als ich gedacht habe, aber vielleicht können wir hier ja noch jetzt die ein oder andere Chance verbuchen, und da haben wir die erste über Bolly, und der macht gleich das 1:1. Das sieht doch gut aus, das sieht doch perfekt aus, da ist man gerade wieder da und dann kommt dieser Flügelflitzer hier und macht dann auch noch direkt das Tor, also richtig, richtig cooler Spieler. Der gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Matthijs Bolly nenne ich ihn jetzt einfach mal. So, ich hoffe, vielleicht können wir dann noch den zweiten Treffer raufsetzen. Das wäre natürlich ideal, wenn wir da vielleicht so mit 2:1 vom Platz gehen könnten. Aber das wird auf jeden Fall alles andere als leicht. So, da haben wir dem hierbei. Dem hierbei verliert den Ball direkt. Bolly ist auf jeden Fall, also der ist echt mega, mega schnell. Das ist unglaublich, aber na gut, was erwarte ich? Der hat auch 97 Tempo. Warum sollte er langsam sein? So, jetzt hat hier dem hierbei mal den Ball, dem hierbei, und da können wir durchschicken. Bellinghausen mit dem Schuss. Und der Schuss war eigentlich eher ein rückpassender Pass oder sonst was. Aber auf jeden Fall alles andere als ein Schuss. Ein Schuss war das ja mal auf gar keinen Fall. Und ja, vielleicht können wir da versuchen, den Ball nicht nach außen. Oh, den Ball haben wir wieder. Und der Ball kommt richtig schlecht. Der Ball kam richtig schlecht auf Jakonan, und die Torwarte sind leider ein wenig abgeklärter als früher. Sonst hätte er jetzt einfach nur rausgehauen. Das machen sie mittlerweile auch nicht immer. Mittlerweile können die manchmal schon ein bisschen überlegen. Wir müssen hier aufpassen. Koch. Julian Koch mit dem Pass. Und da kommt er nicht mal an den Ball ran. Und das ist ein ganz schlechter Pass. Wer ist das? Hagui heißt er, glaube ich. Ich sage immer Hagui, so ganz, ganz komisch. Den Ball kriegen wir. Wir klären den Ball zur Ecke erstmal, und damit haben wir jetzt noch 14 Minuten Zeit ungefähr, hier das Tor zu schießen. Es wird auf jeden Fall eine schwierige Sache, aber mit dem 1:1 bin ich eigentlich vom Spielverlauf, sage ich ganz ehrlich, auch zufrieden, weil ich muss ehrlich sagen, dass Millwall eine etwas bessere Mannschaft derzeit ist. Also sie sind auf jeden Fall, kommen ein wenig besser ins Spiel als wir. Wir haben nur diesen einen Angriff mit Bolly gehabt, und sonst hatten wir eigentlich so gut wie gar nichts. Wenn wir uns jetzt beeilen, dann könnten wir vielleicht mal einen Angriff kriegen. Wenn Bolly jetzt startet, dann könnte ich was machen, weil der hat auf jeden Fall richtig, richtig schön Tempo. Der hat richtig, richtig schön Tempo und faul. Da wollte ich nämlich den Ball vorbeilegen, und da sah er keine andere Möglichkeit, als mich so aufzuhalten. Das gibt dann natürlich einen Freistoß. So, Bolly hier aber direkt wieder am Ball. Bolly geht da einmal in die Mitte. Geht er nochmal nach außen. Geht er wieder in die Mitte. Mit dem Pass auf Zacharia. Und der haut den in die Arme des Keepers. Da hätte auf jeden Fall ein wenig mehr draus machen können. Aber wir gewinnen den Ball wieder direkt wieder. Wieder über Bolly. Der kann natürlich mit seinem Tempo da ein wenig punkten. So, kommt er direkt auch an den ersten Spielern wieder vorbei. Geht er schon wieder am nächsten vorbei und verliert jetzt den Ball. Ich weiß gar nicht, wie der so schnell sein konnte. Das wundert mich ein wenig. Aber
wir können die vielleicht ein wenig unter Druck setzen. Die Millwaller. So nenne ich sie jetzt einfach. So, wir haben den Ball auch direkt wieder gewonnen. Es ging ziemlich schnell, muss ich mal sagen. So, jetzt hat Jakonan den Ball. Jakonan mit dem Pass durch auf dem hier bei und dem hier bei kommt nicht ganz an. Mittlerweile machen wir eher den Druck. Mittlerweile machen wir echt mehr den Druck. Und die anderen, die gucken nur ein wenig zu. Und jetzt haben wir hier nochmal eine Chance über Sararea mit dem Schuss. Der wird geblockt. Der zweite kommt nicht ganz durch. Wir haben den Ball allerdings immer noch, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir haben den Ball immer noch. Da hinten vielleicht Bolli irgendwie an den Ball kommen lassen. Ja, der kommt so ran. Und die klären ihn wieder. Vielleicht können wir den Ball jetzt nochmal gewinnen. Ja, das sieht doch gerade echt gut aus. Das sieht gerade echt nicht schlecht aus. Da einmal nach außen auf Jakonan. Jakonan geht da jetzt mal in die Mitte. Jakonan mit dem Pass und der kommt nicht an. Und damit ist jetzt das Spiel vorbei. Wir spielen das erste Spiel mit Fortuna Düsseldorf 1:1. Es waren ein paar ganz gute Spielzüge auf jeden Fall dabei. Vor allem, nachdem wir das erste Mal weggegangen sind und jetzt wiedergekommen sind, war da einigermaßen was Gutes mit dabei. Wir spielen hier 1:1. Als ich gegangen war, hatten wir noch keinen einzigen Torschuss, noch keinen Schuss. Und Millway hatte 4:2 oder 5:2, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber naja, da haben wir uns auf jeden Fall ein wenig reingearbeitet. Die Passquote ist auch okay mit 83%. Also wir können auf jeden Fall einigermaßen zufrieden sein. Wir simulieren jetzt gleich noch das zweite Spiel. Und dann wäre es das auch schon gewesen von dieser Aufnahme, von der zweiten Aufnahme mit Fortuna Düsseldorf. Hier haben wir neue Sachen aus Deutschland. Haben wir hier einmal einen Torwart Sven Ulrich. Ich beobachte einfach erstmal so gut wie alles. Hier haben wir noch einen offensiven Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen, Ralf Husic. Der wäre auf jeden Fall richtig, richtig interessant. Der ist ja gerade von Bayern zu Werder Bremen gewechselt. Dann haben wir noch Marlon Ritter, der auch kein schlechter Spieler ist. Der ist echt ein guter Spieler, zentral offensiv. So, was haben wir hier noch? Körber, Gersbeck, wie viel haben wir hier? Ah, ich kann alle erstmal auf die Beobachtungsliste setzen. Das wäre auf jeden Fall möglich. So, den auf die Beobachtungsliste. Dann haben wir hier noch Zeynulahu, wenn ich den richtig ausspreche. Das sind so komische Namen, die ein wenig schwieriger auszusprechen sind. So, dann haben wir Gersbeck, Marius Gersbeck und Körber. Körber kann ich überhaupt nicht. Den Namen habe ich auch bisher noch kein einziges Mal gehört. Ist 18 Jahre jung, noch ein richtig junger Spieler. Vielleicht mit einem ganz guten Potenzial. Wenn wir ihn jetzt vielleicht billig verpflichten können, wäre das ja eine ganz gute Sache. So, wir gucken hier erstmal, wen wir hier so ein wenig trainieren. Und ich würde mal sagen, wir lassen es einfach erstmal bei den Spielern, weil die haben auf jeden Fall ein ganz gutes Potenzial, denke ich mal. Sind jung nämlich und haben eine ganz okaye Bewertung schon. Und deswegen lassen wir es einfach mal dabei. Bebu geht sogar schon bald die ersten Stufen nach oben. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Und jetzt gehen wir zum zweiten Spiel gegen die zweite Mannschaft. Ein schickes Logo haben sie auf jeden Fall. Und ja, das simulieren wir auf jeden Fall diesmal. Auch wenn ich jetzt nicht ganz direkt auf Simulieren gedrückt habe. Die haben übrigens auch 1:1 gespielt. Das heißt, jede Mannschaft hat derzeit einen Punkt. Das heißt, das ist schon mal ein ziemlich wichtiges Spiel, um zu sehen, in welche Richtung es jetzt geht. Und ja, das Spiel geht 1:1 aus. Wenn das andere jetzt wieder unentschieden ausgeht, dann wird es auf jeden Fall eine richtig interessante Gruppe. Nein, Blackburn Rovers hat gewonnen. Und ja, das heißt, wir spielen auf jeden Fall das Spiel gegen die Blackburn Rovers auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das auf jeden Fall spielen möchte. Denn ich denke, das könnte ziemlich interessant werden, weil wir das eigentlich so gut wie gewinnen müssen. Ja, wir müssen das gewinnen. Wir müssen das auf jeden Fall gewinnen. Was anderes steht gar nicht zur Auswahl. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen Torwart. Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Hier haben wir noch keinen Sané, sondern einen Sené. Der ist auf jeden Fall mit einem guten Potenzial, das weiß ich. Den habe ich nämlich schon das ein oder andere Mal gehört. Ich bin gerade gegen das Mikrofon gestoßen, wundert euch nicht, dass da gerade irgendwas mit dem Sound vielleicht kaputt war. Oliver Torres ist auch ein interessanter Spieler. Serrano, ich glaube, es gibt einen Serrano-Schinken, mehr weiß ich aber auch nicht von Serrano. Habe ich das gerade beendet? Ja, ich habe es gerade wieder beendet. So, den will ich noch beobachten. Dann haben wir hier noch Arrizabalaga. So, den mussten wir nicht mal beobachten, weil die ganzen, die verliehen sind, die müssen wir eigentlich gar nicht beobachten. Weil das leider sowieso nichts wird mit denen, weil die ja verliehen sind. Dann können wir die erst eine Saison später beobachten. Deswegen bringt das nicht ganz so viel. Ist auch verliehen. Ne, ist auf der Leihliste. So lassen wir es dann erstmal. Kolumbien ist abgegrast. Das können wir uns doch nochmal angucken. Das wollte ich eigentlich gar nicht weiterklicken. Nationaltrainer möchte ich erstmal auf keinen Fall werden. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und zwar spielen wir in der nächsten Folge gegen Blackburn. Und das könnte eigentlich eine ganz interessante Partie werden. Denn wir müssen die eigentlich auf jeden Fall gewinnen. Mindestens ein Unentschieden muss drin sein, damit hier die beiden anderen nicht an uns vorbeiziehen können. Na gut, es könnte dann trotzdem jemand an uns vorbeiziehen. Und zwar, wenn irgendjemand da vielleicht
gewinnt. Aber ich hoffe mal nicht. So, Bolli hat auf jeden Fall schon 2 Tore, wie ihr seht. Und dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.